Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute habe ich ganz viele kleine Themen, die ich einfach gerne mal abarbeiten möchte. Natürlich, klar, im Titel steht jetzt halt Good Game Empire Freundeslink und dazu kommen halt noch ganz viele andere, weil es ist ja im Endeffekt ja nicht viel. Also, ganz erstmal möchte ich zu Anfang sagen, ich streame jetzt auch auf Twitch. Wenn ihr einen Twitch-Account habt, könnt ihr mir da gerne folgen, wenn ihr das wollt und ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt. Ich bin auch noch im Überlegen, ob ich jetzt zum Beispiel auch Good Game Empire auch auf Twitch streame. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben und sagen, yay, kannst du auf jeden Fall machen. Und ihr sagt, nie, doch nicht so wirklich Bock. Dann habe ich übrigens gerade zwei Sonderangebote. Achso, das ist nur so ein Sonderpackangebot. Und das hier ist dann eine 150er. Yay. Bisschen verwirrend gerade. Ich dachte, cool, zwei Angebote. Naja, Twitch habe ich durch. Ich habe übrigens auch noch Instagram. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch folgen, wenn ihr Instagram habt und euch jetzt interessiert, wenn ich in der Natur rumlaufe und Naturbilder zeige oder Natur. Je nachdem, wie ihr gerade lustig seid. Das erste Thema, was ich habe, ist, ich habe meinen Freundeslink unter mein letztes Video gesetzt und da hat sich wirklich halt jemand drüber angemeldet, dass, Leute, ich habe hier schon mal 200 Rubine bekommen. Yay, das wollte ich jetzt unter diesem Video natürlich auch meinen Freundeslink runtersetzen. Wenn ihr mich gerne im Spiel unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auch tun, indem ihr euch zum Beispiel unter dem Freundeslink irgendwann mal neu anmeldet, falls ihr schon eine längere Zeit nicht mehr gespielt habt und sagt, oh, ich möchte jetzt unbedingt gerne wieder spielen. Ihr könnt dann natürlich auch gerne, wenn ihr wollt, auch in meine Allianz kommen. Kein Problem, schreibt mich einfach an. Ich sehe das ja dann schon, dass ihr meinen Freundeslink benutzt habt und irgendein Level gekommen seid. Dann könnt ihr auch gerne auch in meine Allianz gerne kommen, kommt gerne zum Spielen. Könnt ihr gerne mit mir im Discord quatschen und sowas. Alles kein Problem. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Auf YouTube habe ich zurzeit das Problem, dass wenn ich ein Video hochladen möchte, ich zeige euch hier auch mal kurz ein Bild. Also wenn ich ein Video hochladen möchte, kann ich unter Gaming, kann ich dann das Spiel unten angeben. Das ist auch so eine Fläche. Und da habt ihr zum Beispiel Good Game. Normalerweise wird da noch Good Game Empire kommen, Big Farm und Empire for Kingdoms. Jetzt kommt da aber nur noch Big Farm und Empire for Kingdoms. Deswegen habe ich jetzt auch die letzten Videos immer in der Spalte mit Empire for Kingdoms. Gehört natürlich auch zu Good Game Studios, ist die App-Version von dem Spiel. Ja, ich habe mir gedacht, ja, wird schon klappen irgendwie. Und habe dazu natürlich noch meinen Freundeslink runtergesetzt. Ich könnte auch das normale Link vom Spiel. Ich bin jetzt auch noch am Überlegen, ob ich überhaupt denn noch das Spiel denn noch so verlinken möchte oder ob ich es dann einfach gar nicht mehr verlinken kann, weil es gerade über YouTube einfach nicht funktioniert. Keine Ahnung, ob es ein Bug ist von YouTube. Ich kann auf jeden Fall YouTube nicht kontaktieren, nicht wirklich, weil ich halt nicht im Partnerprogramm drin bin und ja, beim Support anschreiben und sagen, hey, ich habe ein Problem. Und sagen, ja, das Problem haben bestimmt richtig viele von euch. Lass mal kurz überlegen. Nee, so gut wie gar keiner. Ich glaube, der Einzige, der vielleicht noch so ein bisschen YouTube in dem Bereich macht, ist King Kong 15. Bei dem ich das jetzt so wüsste, guck jetzt auch gerade bei ihm nach. Sein letztes Video ist jetzt aber auch schon wieder ein Monat her. Schade, würde ich da einfach mal sagen. Daher, ja, einfach mal schauen, wie ich da weiter verfahren werde. So, das nächste Thema, das ich jetzt habe, ist, es gibt eine neue Forumsmoderatorin. Kann doch sein, dass es ein Moderator ist. Man weiß ja immer nicht ganz genau, die Leute, wie sich das Geschlecht so wirklich verteilen, die Mods, ob die dann auch wirklich männlich sind oder ob sie dann zum Beispiel auch wirklich vielleicht weiblich sind. I don't know. So, auf jeden Fall haben wir hier die Zara. Die Zara ist, oder kann auch sein, dass es der Zara ist. Man weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kann doch sein, dass es ein R ist. Das ist immer so ein bisschen, ja, zwiegespalten, würde ich einfach mal sagen. Also der, die das Zara, ist halt neuer Moderator. Und was ich lustig fand, war zum Beispiel dieser Satz hier. Ich spiele mittlerweile schon einige Jahre Good Game Empire und habe in diesen Jahren recht viele Erfahrungen gesammelt. Ja, gut, muss irgendwie nichts heißen. Es gibt auch Leute, die, lernst du irgendwie kennen und sagen, juhu, ich habe super geil viele Erfahrungen. Aber ich muss dir eins sagen, Ruhmfahren zählen erst, wenn sie im Innenhof sind. Vorher nicht. Fässt du dir auch an den Kopf und denkst so, Mann, du kannst Ruhmfahren auch im Räumer mitnehmen und die zählen noch. Ja, ja, von daher mal gucken. Also das heißt nicht unbedingt, dass der, die das Zara viel Erfahrung hat im Spiel. Na gut, die haben auch ein paar, einige Leute auch noch was geschrieben, yay. Ich habe auch noch was darunter geschrieben, habe auch schon einen LOL bekommen. Gerne könnt ihr das auch mit dem weiter lollen. Vielleicht kriege ich irgendwann mal 20 LOLs da drauf. Dann freue ich mich, Leute gesagt, ich habe LOL bekommen. Ja, das war es dann auch schon so ungefähr. Also hier wird auch nochmal die Frage gestellt, wie das mit der Kommunikation verbessert werden sollte, da gerade so gut wie keine Kommunikation zwischen den Spielern und Good Game Studios bezüglich Good Game Empire ist. Ja, das ist ein Problem. Aber kannst du auch nichts gegen machen. Kann ich zum Beispiel auch gerade nichts machen, weil ich habe ja gerade das YouTube-Problem. Also,
Da bin ich ja gerade schon weit und breit alleine mit dem Problem. Vielleicht ein paar andere YouTuber auch noch. Aber wir sitzen auch und denken, ja, geil. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. So. Kannst ja auch mit jemandem drüber reden. Dann habe ich noch ein anderes Thema. Und zwar wurde ich angeschrieben von Legend Roni. Er hat geschrieben, hallo Ecto, ich habe dein Video gesehen, das circa eine Stunde lang geht, mit dem Glücksrad. Ja, ja, ja. Es war auf jeden Fall lustig mit Gönn Sigi, Gönn Sigi. Auf der anderen Seite war es aber auch ein bisschen... Weil ich meine, 23k lose und ich werde Platz 11. Das ist abfuck, so ungefähr. Das ist schon abkotzt, ab, keine Ahnung was. War nicht so geil. Ich wäre gerne Platz 10 gewesen, hat leider nicht geschafft. Ich wurde auf jeden Fall nachher nochmal angeschrieben, dass gesagt, wo gesagt wurde, wenn du 50k lose hättest, könntest du sogar vielleicht schaffen. Wo ich mir denke, ja, nee. Hallo Werbung. Dann gab es hier auf jeden Fall noch eine Frage, dass in dem Video hatte ich ca. 13k Truppen in meiner Burg und war halt im Plus. Wie habe ich das gemacht? Das möchte ich auch nochmal ganz kurz beantworten. Und zwar sieht man ja hier meine Kornspeicher. Hier habe ich noch meine beiden Gewächshäuser. Noch mehr Werbung, Dankeschön. Und dann habe ich hier noch einzelne kleine Kornspeicher. Also, hier sind übrigens die mit den 1%. Das sind übrigens aber gar kein Prozent. Uah. Insgesamt könnt ihr jetzt ja gerne nachzählen, habe ich hier 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Kornspeicher habe ich denn drin. Plus den beiden Gewächshäusern natürlich auch noch. Nun ist die Frage, warum diese kleinen Kornspeicher? Das liegt an den Konstrukten. Ihr könnt nämlich diese wunderschönen Nahrungskonstrukte, könnt ihr 15 davon in eurer Burg machen und die Basiskonstrukte auch. Das bedeutet, ich könnte in der Theorie, könnte ich mir also 30 Kornspeicher reinsetzen. Nur im Grünen rechnen sich die Basiskonstrukte auch nur bis zu einer bestimmten Prozentzahl. Circa, ich glaube, bis 40%. Ich sage einfach mal bis 40. Nehmen wir mal grob bis 40. Das bedeutet, bis 40 habe ich die ganzen Basiskonstrukte drin. Hier übrigens, die ganzen Kornspeicher sind alle auf 30, wohlbemerkt. Habe ich auch schon auf 30 alle hochgelächelt. Hier übrigens nicht. Ja, hier bringen, sollen die einfach nur 200 mehr bringen durch das Konstrukt. Und ja, dann habe ich bis ca. 40% habe ich dann die Basiskonstrukte drin, auch höhere. Zum Beispiel hier habe ich ja 14er Basiskonstrukte drin. Hier 14er Nahrungskonstrukte. Und hier natürlich auch in den Gewächshaus. Das bringt natürlich auch alles ein bisschen Nahrung. So komme ich ca. auf eine Nahrungsproduktion von 20.000. Das ist natürlich, ja, sage ich mal mittelmäßig. Gibt durchaus Spieler, die durchaus bessere Nahrungsproduktion auch in der Hauptburg haben. Natürlich liegt es auch noch daran, wie ist meine öffentliche Ordnung und ja, ich habe noch 3 Schutt in der Burg. Ja, die 3 Schutt bleiben aber auch in der Burg, solange bis die Zerstörrohr aus dem Spiel genommen werden. Wenn sie nicht aus dem Spiel genommen werden, habe ich halt jetzt bis Ende meiner Spielzeit einfach mal Schutt in der Burg. Auch yay. Okay, auf jeden Fall kannst du das so circa machen. Also baust dir deine beiden Gewächshäuser da rein und klopfst einfach überall deine Konstrukte einfach auch hinein. Deine Basiskonstrukte, auch hohe Basiskonstrukte, bis ca. 40% würde ich sagen. Und danach haust du in die restlichen Kornspeicher dann die normalen Nahrungsproduktionskonstrukte. Heißen die, glaube ich, heißen die so? Ja, Nahrungsproduktionskonstrukte. Auf 10 natürlich. Haust dann auch nochmal rein und baust ca. 20 Kornspeicher in deine Burg rein, plus nochmal 2 Gewächshäuser und immer schön die beste Deko natürlich auch in die Burg rein und dann klappt das. Dann kannst du auf ca. auch eine höhere Nahrungsproduktion haben. Natürlich habe ich auch noch den Nahrungsaufseher drin, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Der gibt natürlich auch nochmal wieder ein bisschen kleine Nahrungsproduktion. Den habe ich übrigens noch 3,4 Monate, weil der gab es mal irgendwann mal richtig billig. Und da habe ich mir gesagt, geil, den kaufst du dir jetzt erstmal für ein paar Monate, weil ja, so billig kommt der, glaube ich, nicht so schnell wieder. Deswegen habe ich mir gesagt, ey, den nimmst du nochmal ein paar Monate mit. Den habe ich natürlich auch noch, der bringt natürlich auch noch einen kleinen Nahrungsboost. Dazu habe ich natürlich auch noch, ist die Bäckerei natürlich auch noch auf 8. Da habe ich natürlich auch die Mühle auf 6. Das bringt natürlich auch alles noch so ein bisschen was an Nahrung. So.
So habe ich circa meine Nahrungsproduktion auch in der Burg. Könnt ihr übrigens in jeder anderen Burg übrigens auch machen. Natürlich in den Welten könnt ihr natürlich durch die Rohstoffdörfer in der Prozentzahl sogar, glaube ich, noch ein bisschen runtergehen. Könnt ihr aber auch irgendwie errechnen. Hatte ich, glaube ich, mal mit der Susi mal zusammen errechnet. Ist aber auch schon ein bisschen länger her. Wenn ich das Video finde, werde ich das hier irgendwie probieren zu verlinken. Ansonsten, ja, tue ich es einfach nicht. Zu guter Letzt möchte ich mich natürlich noch bedanken bei dem 123 Christoph321, der mir in der letzten Zeit immer noch fleißig seine Geschenke schickt. Da auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön auch nochmal an ihn raus. Ich habe hier auch schon wieder 4 Geschenke bekommen. Yay, nice, Dankeschön. Jo, das war's jetzt, denke ich mal, auch für heute. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Link findet ihr euch hier auch jetzt nochmal eingeblendet. Ist natürlich kostenlos. Yay. Oder mich natürlich auf YouTube abonnieren könnt ihr auch. Instagram können wir auch gerne folgen, wenn ihr es wollt. Und ich wünsche euch einfach allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Sagt ihr direkt Wolle. Tschüss.